Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie OneDrive, also die Wolke von Microsoft, einrichten und verwenden. Mein Name ist Pirmin Lehner. Die Wolke OneDrive, das ist eine von vielen Wolken. Die ist natürlich nicht irgendwo in der Wolke, sondern das ist ein Computer, irgendwo in einem Rechnungszentrum, vermutlich in einem Keller. OneDrive ist ein zusätzlicher Speicher, das heißt, Ihr PC wird erweitert durch einen Speicherplatz online. Das ist sehr praktisch, wenn Sie große Dateien oder viele Dateien hin und her schieben müssen, dann können Sie die Datei in der Wolke speichern und von irgendwoher wieder auf diese Wolke zugreifen und weiterarbeiten. Oder Sie geben eine Datei frei und dann können mehrere Mitarbeiter an derselben Datei arbeiten. Das bedingt, dass die Datei eben in der Wolke gespeichert ist, denn es hat ja niemand einfach so Zugriff auf Ihren PC. Bei Ihrem PC sollte hier das Wolkenzeichen OneDrive sichtbar sein. Wenn das noch nicht sichtbar ist, dann müssen wir das zuerst noch einrichten. Gehen Sie mit Edge ins Internet und hier zu onedrive.live.com, hier bei OneDrive herunterladen oder klicken Sie hier gerade, um OneDrive herunterzuladen auf Ihren PC. Das dauert einen Moment, danach sehen Sie die Wolke hier auf dem PC. Die ist aber noch nicht fertig eingerichtet. Wenn ich die Wolke auch noch gebrauchen will, dann muss ich die Wolke mit einem Dienst verbinden. Ich mache das nun mit Slutz. Gehen Sie hier unten in der Taskleiste zu den ausgeblendeten Symbolen und hier sehen Sie die Wolke von OneDrive. Und es steht, die Wolke sei nicht angemeldet. Klick darauf, dann melde ich mich hier an. Tja, leider funktioniert das auf diesem Weg nicht. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir es umgekehrt. Ich logge mich zuerst online in der Wolke ein. Ich gehe zu Edge. Hier öffne ich onedrive.live.com. Das hier braucht es anfänglich gar nicht. Das kommt automatisch. Hier logge ich mich mit meinem Slutz-Mail ein. Weiter. Hier kommt das nochmals. Hier das Login, das kennen Sie. Anmelden. Und jetzt habe ich die Wolke online erreicht über den Browser. Ich sehe das hier oben, ich bin im Internet. Das sind meine Dateien. Hier sehe ich meine Dateien, Daten und so weiter. Und nun möchte ich das ja aber verbinden mit meinem PC. Wie geht das? Hier hat es ein Synchronisiersymbol. Ich klicke mal drauf. Was steht hier? Die Synchronisierung wird vorbereitet. Also wollen Sie die App wechseln? Ja, soll mal OneDrive öffnen? Ja, mal sehen, was da kommt. Ah, genau, es ist noch gar nicht richtig eingerichtet auf meinem PC. Hier ist wiederum meine Mailadresse, die Slutz-Adresse. Ich klicke auf Anmelden. Hier nochmals, also nochmals das Passwort. Natürlich später braucht es das nicht mehr dauernd. Und anmelden. Das wird mir hier nochmals erklärt, wie das funktioniert. Ich gehe auf Weiter. Aha. Hier sehe ich alle Ordner und Dateien, die ich bereits online in der Wolke habe. Lokal, ich schaue da nochmals zurück in den Windows Explorer. Da bei OneDrive lokal ist ja noch gar nichts. Und das stimmt, alle diese Online-Ordner hier bei Dateien, die möchte ich gerne synchronisieren mit meinem PC. Also dann bin ich hier wieder beim Fertig-Einrichten. Weiter. Das wird mir hier nochmals erklärt. Weiter. Weiter. Ja genau, ich könnte es noch auf dem Smartphone einrichten. Weiter. Und
mein OneDrive-Ordner öffnen. Das ist nun nicht der Wolkenordner, sondern mein lokaler Ordner. Mal sehen, was passiert ist. Ah, jetzt hat sich meine Wolke lokal gefüllt. Ich werde hier begrüßt. Wenn ich jetzt auf OneDrive klicke, sehe ich auch hier den grünen Haken und all die Daten, die vorhin nur online waren, die sind jetzt hier lokal vorhanden. Das ist genau dasselbe wie im Internet hier und das ist nun immer synchron.